Ich fürchte, ich kann mich nicht länger vordrücken. Wir kommen jetzt auch, nachdem du in Folge... Archivmaterial. Nachdem du in einer der ersten Folgen auch mal von deinen Anfängen Videomaterial mitgebracht hast. Yep. Und zwar hat alles angefangen, ich habe mal ein paar Jahre in einem Lokalsender bei mir in der Heimat monatlich eine Kindersendung moderiert. Es gibt ein Take von diesem Casting, das mir zugespielt wurde. Dass ich damals schon so Showman war, dass ich natürlich auch meine eigene Intro-Melodie singen musste. Wenn du auf Play aber musst, aber das Mikro ist ja fünfmal größer als dein Kopf. Das ist ja Hammer. Geh nochmal in die Wunde rein, richtig. Hallo! Ja, das meine ich. Ich wollte mir meine eigene Showmelodie singen. Und Caro Heppen damals auch ganz hoch im Kurs übrigens. Das ist Kiro, das Magazin für Kinder in Rostock. Ich bin Till Frömmel und ich befinde mich heute... Also ich meine, du sprichst auch heute immer noch relativ schnell. Ich schwitze auch Rotz und Wasser, aber wenn du mal guckst, wo ich denke, kann da nicht mal einer pudern zwischendurch. Wow, im TV Rostock Studio live. Ja, und hier ist es wirklich jede Menge los. Und wenn ihr auch mal erfahren wollt, was man hier so machen kann, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Ich schaue mich heute mal ein bisschen für euch hier im Senderhaus. Ja, Kamerakontakt war übrigens auch schwierig. Ich habe mir alles angeguckt, nur nicht die Kamera an diesem Studio während dieser Anmoderation. Toll. Und zeige euch, was hier beim Fernsehen eigentlich so abläuft. So abläuft. Das war diese Fernsehgeschichte, so fing es an. Ja. Und ich habe 2013, im Winter 2013, habe ich mein erstes Solo-Programm aufgeführt. Ich hatte damals noch einen Künstlernamen. Ich hieß nicht Till Frömmel, sondern ich hieß Der Trickser. Ja. Und dementsprechend hieß dieses Programm Der Trickser kommt. Nachfolgeprogramm ist dann Der Trickser geht. Also es ist... Auch nicht dick aufgetragen oder so. Großes Opening. Oh, aber ich habe eine Rettungsdecke aufgehangen, weil die so schön glitzert. Eine Rettungsdecke. Du kommst auch raus wie der allerletzte Ehrlich-Browser. Herzlich willkommen! Hey, aber Stimmung! Hey. Ja. Bleibt okay. Im Rhythmus. Und Weste, ne? Guck mal, Weste da raus. Aber Fliege schon, oder? Fliege, ja, aber keine rote. Ist das ein Fantaster? Selbstgemacht. Das ist noch viel schlimmer. Und jetzt erscheint eine Flasche. Ja, damals war es auch noch in. Wir stellen alle Requisiten direkt sichtbar auf die Bühne. Damit so gar keine Überraschung. Genau. Damit die Leute direkt wissen. Wollen wir das Ganze jetzt auch noch ausmalen? Ja! Geil! Da merkt man irgendwie, ich musste auf die Bühne. Ich brauche Reaktion, ich brauche Reaktion. Und ich sehe schon, ihr habt alle viele bunte Sachen an. Und auf drei nimmt sich mal jeder eine Farbe und wirft sie hier auf das Malbuch. Das magische Malbuch. Eins, zwei, drei. Ja, gut, ja, sehr schön. Stopp. Overacting? Ich hab mich abgekriegt. Wer hat denn Lust, sich hier auf der Bühne das schnelle Geld mit mir zu verdienen? Bitte, was? Was? Das ist in meinem Kopf nicht so klar. Ich sag manchmal Dinge, die für mich harmlos klingen, aber wo Leute direkt irgendwas reininterpretieren. Und hier war das auch so, weil die Leute, wenn du mal hörst, die lachen auch so, oh nee, das schnelle Geld mit mir verdienen. Die Chance steht gut. Ja. Sie haben nichts zu verlieren, sie können nur gewinnen. Ja, und zwar mich. Wir haben keine Nieten, nur Gewinne. Oh Gott, das ist furchtbar. So fing das an, 2013. Schön.